verunglückter Emiliano Sala. Hier wartet sein Hund auf ihn. Was für ein herzzerreißendes Foto von der Familie des noch immer als vermisst geltenden Sportlers Emiliano Sala, 28. Am 21. Januar war der Cardiff City Kicker mit einer kleinen Propellermaschine über dem Ärmelkanal abgestürzt. Das Wrack wurde mittlerweile zwar entdeckt und eine Leiche geborgen, ob es sich dabei um Sala oder den Piloten David Ebozon handelt, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Familie des 28-Jährigen gibt die Hoffnung auf ein Wunder derweil noch nicht auf, wie nun eine emotionale Aufnahme seiner Schwester beweist. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Salas Hund auf die Rückkehr seines Herrchens wartet. Den Schnappschuss des trauernden Vierbeiners teilte Salas Schwester Romina vor kurzem auf ihrer Facebook-Seite. Der Fanfreund des Fußballers sitzt auf der Aufnahme vor der Terrassentür und scheint erwartungsvoll nach seinem Besitzer Ausschau zu halten. Darunter schrieb Romina hoffnungsvoll: "Nala wartet auch auf dich." Der Beitrag bewegte tausende Fans des Mittelstürmers. Unter dem Foto sammelten sich unzählige mitfühlende Nachrichten. Die Momentaufnahme von Hündin Nala war schon vor wenigen Tagen entstanden, nur Stunden, bevor die zerschmetterte Maschine mitsamt einer Leiche am Grund des Ärmelkanals entdeckt worden war. Mit einer Rückkehr seines Sohnes rechnet Emilianos Vater seither nicht mehr, wie er laut Informationen von Bild in einem Interview erklärt haben soll, die Hoffnung ist weg. Mir fehlen die Worte. Ich hoffe, beide Körper sind dort. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass beide lebend gefunden werden.